Und sobald die Türme hier gesetzt sind, der Turm hier gesetzt ist, geht's runter. Oh, warte mal, nimm mal. Hui. Damit man auf dem Fließband noch schneller laufen kann. Kann man überall runterschmeißen. Das ist schön. Okay, mach alles voll. Oh, das waren alle Steine. Angriff oben rechts. Bäume wurden beschädigt. Super. Muss ich das nicht machen? Alles waren wohl Kamikaze-Einheiten. Das ist okay. Geben die auch DNA? Ja, Kamikaze-Einheiten geben auch DNA. Sehr gut. Was haben wir da? 105 mm Granate. Okay. 50 Wasserstoff, Eisenplatten, 8x Explosives, die übrigens eine neue Grafik bekommen haben. Ah, das ist schön. Zeig mal schwere Waffen. Missile Turrets, die werden das schießen. Die schießen Explosionsgeschosse in Horden von Zerg rein. Wie geil, ich mag diesen Mod echt. Okay, geh Richtung Batterien jetzt, aber erstmal. Nee, Insert das Deck Bonus, damit die automatischen Fabriken besser laufen. Danach gehen wir weiter in die Richtung. So, du. Wie war es mit dem Waffengürtel? Der Mod-Auto hatte was erwähnt, das habe ich mir noch nicht angeguckt gehabt. Ich weiß aber nicht, ob ich das schon bauen kann. Nee, eh. Kommt wahrscheinlich ganz hinten bei der Forschung, ich guck mal. Das hier ist die. Nimm. Nee, das ist was anderes. Wird irgendwo bei anderer Waffenforschung mit dabei sein. Search for hidden object. Can detect enemy acid bombs. Ja. Braucht Power Source von XCOM. Alien-Artefakte. Also es gibt andere Radarschüsse, das ist schon mal sehr gut. Nee, forsch weiter und was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte hier unten das verbrauchen, um die Flammenwerfermoni herzustellen. Und zwar in einer Chemical Plant. Da. Und dann werde ich sterben gehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich sterben gehen werde. Aber ich würde gerne testen, wie der Flammenwerfer so ist. Bau dich mal dahin und mach Flammenwerfermoni. Da. Flup. Und mach hier einfach irgendwo Strom hin. So. Das bitte rauslegen in eine Kiste, die nicht vorhanden ist. Da. Gut. Was wird denn noch? Eisen. Hier. Ich werde gleich so viel Mist anstellen mit dem Ding. Okay, ne, geh außerhalb der Basis. So. Oh, ja! Ah, der macht. Oh. Was war das? Okay. Also, es soll primär gegen den Spawner gut sein. Meinte der Mod-Autor. Allerdings ist die Frage, wie gemein er ist. Und was mache ich mit der Königin? Und ich sollte vorher Sauerstoff auftanken, ja. Hatte ich doch gerade den Cursor drauf gehabt. So, also hoch. Nimm. Geh da durch. So, Essen, Sauerstoff, Wasser. Ach, Essen. Oh, wir haben kein Essen mehr, weil ich keine Pampe reingeschmissen habe. So, go. Schon besser. Das Essensding sieht nicht aus wie ein Essenstank, sondern wie ein Wassertank. Hm. Okay, also Plan. Ich nehme jetzt meine schöne Piercing-Range-Super-Duper-Waffe. Oh, warte, ich baue vorher noch. Nein, ich baue vorher noch mehr Gun-Turrets. Setz die hier hin. Weil dann versuche ich gleich, die Königin von da hier hinzulocken und die mit dem Snipergewehr und den ganzen Türmen irgendwie wegzubekommen. Und wenn die Königin tot ist, versuche ich mit dem Flammenwerfer den Spawner zu killen. Einfach nur, um zu gucken, was passiert, wenn man eine Basis mal zerstört. Ah, vermutlich werde ich einfach sterben und neu laden müssen. Das ist dann halt so. Achso, Symmetrie. Blieb.
Hier sind die falschen Türme, richtig? Ja, Range 30. Das ist der Sniper-Turm. Okay, das ist nicht schlimm. Dann kann ich die mal kurz von Hand bestücken. Für die Königin. Miep. Also nimm die. Bim, 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 bim. So. Speichern. Speichern T11. Hm. Jetzt drück die Daumen. Ja, also. Es geht, aber es ist doch recht langwierig. Sei es drum. Da, was ist das? Nursery. Da ist ein Ei. Ja, oh, sind 1 Azerk, die spawnen immer nach. Okay, Königin. Hm, noch ein Stück näher ran. Okay. Lauf! Okay, sie kommt durch. Splatter. Sehr schön. Okay, gehen wir hoch, gucken, was mit der Basis los ist. Das geht schon mal. Aber jetzt müsste eigentlich... hallo. Gut. Jetzt müsste eigentlich aus einem der Eier eine Königin kommen, oder? Also es scheint zu klappen soweit. Ich hoffe mal, ich habe noch genug Zeug nachher für die Spawn. Die können auch Artefakte droppen. Also ich sollte die Basen eigentlich spawnen lassen, damit wir eben wieder Artefakte abholen können. Oh nein, ich guck mal, wie das mit dem Ding aussieht. Ja, also es geht wirklich mit dem Flammenwerfer ganz gut. Und die Königin kriegen wir Türmen tot. Noch. Splush. 1. Ernsthaft. 1. Oh Gott. Okay. Okay. Wir brauchen wesentlich mehr Flammenwerfer-Munition. Wir brauchen Tore. Damit ich hier durchlaufen kann, weil ich hatte eben gerade nur überlebt, weil die Königin an den Bäumen hängen geblieben ist und die wird sie nach und nach zerstückeln. Oder werden die Gegner allgemein nach und nach zerstückeln. Gerade wenn sie anfangen, auch Flächenangriffe zu machen. Das heißt, wir machen so und so. Ich hole neue Flammenwerfer-Munition und gehe dann gleich zur nächsten Basis. Du erforschst Gates. Gates sind wesentlich wichtiger, als ich dachte. So, hier. Du bekommst Eisen. Nimm das mit. Wie viel? Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Weil ich brauchte, glaube ich, 3 oder 4 Stacks von den Tanks. Um die Gebäude einigermaßen down zu bekommen. Also brauchst du mehr Eisen. Das klauen wir uns kurz oben. Aber es ist schön, dass ich jetzt schon aktiv die Horde ein wenig zurücktreiben kann. Die Frage ist halt nur, was für eine Auswirkung hat es jetzt auf die Gegner? Ich kann mir vorstellen, dass sie stinkig werden. Nimm mit. Hier. Bis wie hoch gehst du? 101? Warum 101? Das ist neu. Egal. Du. Her damit. Und beschränk dich mal auf so viele Stacks, das sollte reichen. Okay, das heißt. Angriff vom Norden. Gut. Bringt den ab. Das heißt, ich baue jetzt die Sniper-Türme ab. Baue noch ein paar mehr davon. Das sind die hier, ne? Ja, baue noch ein paar mehr davon. So. Die Ärmchen auch mit. Und setzt die Sniper-Türme denn da an unsere Mauer, wo ich die nächste Basis überfallen will. Das wäre... Wo wollte ich expandieren? Ich wollte nach da expandieren, um das dazu zu machen. Oh, wir können theoretisch hier nach da expandieren und da nach da expandieren. Dann haben wir hier eine komplett durchgehende Mauer und da eine komplett durchgehende Mauer. Alles darin gehört uns und wir haben nur 2 lange Mauern, die wir verteidigen müssten. Das klingt sehr gut. Ich glaube, ich gehe in den Nordwesten.
da lang. Da kann ich mir zum einen neue Ziegel klauen für noch mehr Betonboden. Und zum anderen kann ich dir da die Türme setzen, um die Basis und die Basis anzugreifen. So, wo war das Steinding? Da unten. So. Absolut unnötig, was ich gerade mache. Aber ich mache gerne absolut unnötige Dinge zwischendurch. Wenn es gut aussieht. So. Da. Die sind echt groß. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Unten rechts wird angegriffen. Ah, und keine Türme in der Nähe. Wow, warum ist? Ah, fu. Was ist zerstört? Radarschlüssel. Warum ist denn Radarschlüssel ganz ohne Türme? Wechsel auf. Ja, Kars, okay. Noch sehe ich nichts. Das ist weiter im Südosten. Was? Da sind die Türme. Also. Da war kein einziger stinknormaler Turm. Bau stinknormale Türme ab, bau stinknormale Türme wieder auf. Die haben jetzt nur taktisch unsere Sicht in den Südosten beschränkt, dadurch, dass sie die Radarschlüssel vernichtet haben. Du, da, warte. Da und da? Ja, da und da. So. Brauch also auch wieder ganz normale Türme. Davon Türme, ne? 5,5er wieder. So. Und reparieren wir auch nicht schlecht. Von wegen, wir haben schon einmal komplett rum überall Munition. Das sah nur so aus. Das wird jetzt fleißig aufgenascht. So, dich dahin. Okay, Südosten ist wieder okay. Neue Radarschlüssel, blub, damit wir hier auch wieder Abdeckung haben, genau. Da fehlt noch eine und unten links fehlt noch eine. Okay, also nach unten links Radarschlüsseln setzen, dann nach oben links die Sniper... Oh, stopp. Munition für Sniper-Türme holen, dann nach unten links laufen und links eine Radarschlüssel setzen, dann nach oben links laufen, Sniper-Türme mit Munition bestücken und dann die nächste Königin polen, Spawner verbrennen und gucken, was für Gebäude denn im Nordwesten gebaut wurden. Weil ich glaube, im Nordwesten waren eine der ersten Basen. Wo war Muni? Muni war beim Öl. Nein, das war die falsche Muni. Die Muni war da. Und baue Holz ab, damit wir Essen bekommen. Das habe ich nämlich gar nicht bedacht. Wenn ich durch die Gegend laufe und irgendwelche Bäume mit Flammenwerfern vernichte, kriege ich da keine Biomasse raus für mein Mittagessen. Da ist mein Mittagessen. Gut. Du bist langsam. Weil du keine Kupferblöcke hast, weil wir kein Kupfer hier von Hand reingeschmissen haben, weil ich kein Kupfer dabei habe. Ich vermisse meine Roboter. So. Kupfer. So, jetzt sollte da langsam Munition kommen. Ich habe also jetzt nicht genug, um komplett alle Türme mit 3 Stacks Munition auszulasten. Aber bei der Königin hatten wir, glaube ich, nur 5-mal die Turm geschossen oder so. Könnte hinkommen, ne? Ja, also haben wir mehr als genug Munition. Und ich habe jetzt vergessen, unten links das zu machen. Das muss warten. Töten ist wichtiger. Angriff Mitte. Okay. Wie war das noch gleich mit den Buddlern? Da wird... Ich liebe dieses Gewehr. Also ja, das war nicht schön. Irgendwo wurde ein Ärmchen wurde vernichtet vorher. Das war bestimmt ein super wichtiges Ärmchen irgendwo. Ich sehe kein kaputtes Ärmchen. Aber einer von euch bestimmt. Ah, da. So. Also er hat sich runtergebuddelt, hat erstmal das Wichtigste überhaupt, ein Erzärmchen vernichtet und ist dann auf die Radarschüsse losgegangen. Das macht wenig Sinn. Aber egal. Also, oben links, Operation Königin tot.
So. Türme sind gesetzt. Es ist dunkel draußen. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, Gates. Gates haben wir immer noch nicht. Okay. Das heißt, ich lasse die Lücke jetzt da, damit ich schreiend durchlaufen kann. Ich sehe hier nichts.